Ups, und da ist ein Knobi. Oh, da liegt noch ein Schuh. Warum ist die Tür jetzt zu? Die wollen dich nicht reinlassen. Die wollen nicht mit dir spielen. Aber eigentlich sollte die Tür offen sein. Die hier? Ja. Die ist aber zu. Ach. Sag's nicht. Ja. Au. Ah, da ist die offen. Ah, dann bist du noch deine Fallen. Gute Reise. Net schon mal. Hier? Net war der nicht vorhin schon draußen? Er war draußen. Ah, langsam nach. Das soll wieder glauben. Was da? Verdammt, ich vergesse immer, dass ich meine Raketen werfen schon mehr geschossen habe. Öffne diese Türe, weil keiner von uns mehr Platz für Loot hat. Tja. Bitte. Da verstecke ich mich hier hinter einer Kiste, nur damit du mich von hinten erschießt, oder was? Danke für die 100 EP. Das ist mehr als man für die meisten Gegner hier bekommt. Eben. Lol. Ich will auch 100 EP. Halt durch, ich bin weit. Wirft er mich aber mit einer Granate. Das war meine Pistole. Meine Schroti. Kann während der auf Boden die gar nicht mit der Granate werfen. Nachladen. Diesen Skill hat er noch nicht gelernt. Ich könnte ihn jederzeit lernen, ich will aber nicht. Hat er irgendwelche. Oh, anderen Kosten. Habe ich gerade Halluzination gehabt oder warst du kurz am Sterben? Nein. Ja, ist klar. Nein. Doch gestorben. Mal überlegen, was kommt jetzt überhaupt noch? Viel! Erik, du weißt ja noch, es kommt noch diese Stelle und vergiss nicht diese richtig nervige Stelle, die wir damals hatten. Ja, ja, ja. Jetzt geht es los. Igitt, der will seinen Samen verbreiten. Erik, dein Auftrag. Nein. Kann ich oben rüberklettern? Versuch's doch. Ich weiß aber, wie man die Türen öffnet. Ah. Haben wir das nicht beim letzten Mal auch schon gehabt? Da waren wir doch schon mal. Ich weiß, jetzt machen wir auch eine Nebenquest. Ach so. Los, kommt! Wir machen einfach eine Nebenquest, das ist ja blöd. Nee, ist ja so blöd. Quest durchmachen, wenn du willst. Was können wir? Dann auch nur die Hauptquest durchmachen, wenn du willst. Nö, nö. Da levelt man, glaube ich, sowieso am schnellsten. Hoppala, jetzt habe ich meinen Skill angemacht. Oh, Iridium. Iridium? Hast du Iridium gefunden? Ja, Iridium. Juhu. Yeah, Markus, Markus!
wir lieben dich! Yay, yeah, Markus Waffe! Yay! Yeah. Oh jo. Ajö, jetzt merk ich das auch. Boah, ja ne. Ein Service. So. So in dit. Chop! Ja, die meisten meiner Waren wurden toten Abenteurern aus den Händen gerissen. Möge es dir helfen, viele Gegner zu töten. Ne, doch. Markus Munition. Markus Munition. Doof. Höchstes Effektiv im Panzerung. Eigentlich, naja. Na gut, nehmen wir noch auf. Und was ist mit der? Ne? Gott. Seid ihr fertig? Noch nicht ganz. Fast. Achso, ich muss sowieso Raketenmunition nochmal kaufen, weil ich einmal nachladen musste. Hä? Doch nicht? Okay. Da di du. Doch, dann fertig. Ich auch. Weiter geht's. Hättest du ja schon die Quest weitermachen können, also wirklich. Ich war mit Eridio. Ausreden, alles ausreden. Nein! Das kannst du auch doch. Ja. Metal. Der war doof. Ein Text echt. Ach so, der stört. Aber viel macht er ja nicht, ne? Shit. Natürlich. Und lass ihn doch das nächste Mal ausreden, bevor du das aufnimmst. Ausreden? Ja, er hat noch geredet. Sehr unhöflich, Roboter zu unterbrechen. Ich habe ihn nur getötet. Du hast ihn nicht getötet, sonst könnte er nicht mit dir reden. Ich habe ihn doch nur getötet. Ich habe es getan. Hey, Jede, verfüge. Oh. Wer möchte wetten, dass er uns trotzdem töten will? Sehen wir gleich. Wozu ja. Versuchen, Grufe? Stirb doch schon. Ich habe mich selbst getötet. Lol. Hi. Hi, Beta. Weißt du, mit der rosa Waffe in der Hand kommt das noch ein bisschen besser rüber, ne? Noch immer dasselbe mit ihm. Wo läufst du überhaupt hin? Ich weiß nicht, da lief ein Gegner lang, den wollte ich töten. Okay, bringen wir ihn nach Sanctuary. Ich habe eine bessere Idee, ich schmeiße ihn einfach hier ins Wasser. Nein, wir bringen ihn jetzt auf Sanctuary vor. Kommt ihr? Nein, wir müssen ihn ins Wasser schmeißen. Na, wir schmeißen dich dann ins Wasser. Oder sollen wir durchlaufen und da den Schnellreizpunkt nehmen? Ach, von mir aus, mir Wurst. Hauptsache, wir kommen dahin, wo wir hin müssen. Dann lauft! Nicht killen, laufen! Ach ja, und nicht gekillt werden. Sag das den Gegner. Nicht killen, laufen. Nein, ich bin zu fett.
Wenigstens sagt er wenigstens einmal die Wahrheit. Er hatte uns erkannt, da ist sein dickes Arsch. Nicht! Laufen, 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 laufen. Schwer, weil so viel Funde. So viele Gegner und keiner tut hier jemanden was. Alle haben ein friedliches Miteinander. Au. Außer das Leon. Und Parado. Ich rase, rase, rase. Ja. Und ich rase, 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 rase im Sauseschritt. Oder so. Zur Reisestation. Und hau ab. Denn wir düsen, 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 düsen nach Sanctuary. Ah, wo ist das? Sanctuary, Sanctuary, Sanctuary. Ah, ne, können wir ja gar nicht. Verdammt! Die können wir nicht. Sanctuary ist doch weg! Nein! Doch! Nein! Ja, doch! Was machen wir jetzt? Die nächste Mission? Das ist schwierig. Da töten. Also, Profil, kannst du nicht einfach mal aufhören, deine Leute zu töten da? Das machen wir dann jetzt. Nächste Quest auswählen und dahin gehen? Ich will nach Sanctuary. Du bist rausgeflogen, das Dauerverbot. Zu viel okay. Glücksspiel. Selbstmord, yay! In ein schwarzes, schwarzes Loch hinein. Die haben da unten vergessen, Textur hinzumachen. Und ich habe es aufgenommen. Hallo. Er war tot? Du hast versucht, deine Reise zu beginnen, aber Gruffel ist gefallen? Ja, ich bin runtergesprungen. Ach, bin ich denn nur von Profis umgeben, ja? Ey, ich bin immerhin an eine Stelle gesprungen, wo sie unten keine Textur hingemacht haben, so wie es aussah. Einfach gespart, die 2 Minuten. Weil sie wahrscheinlich nicht gedacht haben, dass jemand so blöd ist und an der Stelle runterspringt. Aber ich habe es geschafft. Tja, hätte es gleich eine Schiefern für dich geben müssen. So ein Fragezeichen, war das jetzt dumm oder schlau von ihm? Oh, hier waren wir auch schon mal. Natürlich. Oh. Sag es nicht! Haben wir vor, Wilhelm? Will man neue Regionen, will nicht immer nur den gleichen Scheiß. Ah, das ist halt in eine leuchtende, schöne Gegend. Hat jemand Hot Dogs? Hier, ich bin am Lagerfeuer. Oh, egal. Dam, die Dam, die Dam. Ein Spaziergang, der ist lustig. Ein Spaziergang, der ist schön. Da kann man kleine Gruffels vor der Straße heulen sehen. Manchmal kommen auch Autos und fahren einfach drüber. Gruffel stört es nicht, aber denn er ist schon hinüber. Rette mich. Der Gruffel, der hinüber ist, der kommt und rettet Leon. Rette mich. Yeah. Rette mich! Ich kann nur Leute retten, die genauso hinüber sind wie ich. Stirb. Danke, dass du mich gerettet hast. Nun stirb. Nein, töte mich nicht. Ich hab mich selbst in Brand gesetzt. Das ist lustig, das ist schön. Wäre ich ein bisschen früher gelandet und hätte diesen Dingskanister da in Brand gesetzt, hättest du mich wahrscheinlich auch gekillt. Na! Hör auf, Granaten an mir zu werfen. Ich hab nichts getan. Ich stehe unter Naturschutz, Bitch. Das ist eine überaus selten dämliche Art. Eben, ja, selten auch. Aber. Selten bleibt selten, dämlich. Also. Selten bleibt selten. Nein. Oh, meine Granaten sind alle. Mano. Kann ich euch nicht nur die Granaten bewerfen?
Ja, jetzt sollte ich Angst kriegen, weil Granaten alle sind. Kann er nicht. Solltest du wohl demnächst deine Granaten noch erweitern, ne? Ich hab sie beim letzten Mal erweitert, aber ich hab damit so im Hell gebrochen gerade. Du musst eine neue sammeln. Ich brauch erstmal Lebensenergie. Als Bonus töte die mit Slag. Guck mal, ich habe aber keine Slag-Waffe. Ich hätte mir vorhin den Raketenwerfer mit Slag kaufen können, habe ich aber nicht gemacht. Ja, warum denn nicht? Weiß nicht, ich dachte mir, ein Raketenwerfer mit Slag ist sinnlos. Mhm. Lass uns weitergehen. Kein Zildbüßler aufsammeln. Nicht. Das ist ein schwarzes Loch. Und er ist explodiert. Hey, du wirst sterben. Du wirst immer noch sterben. Lange gedauert hat, bis er gestorben ist. Also bis ich gestorben bin. Alter, ist das hier Roheridium? Kann mich mal jemand wiederbeleben? Danke. Wo bist du? Ach so. Wissen wir? Goliath gekillt. Ah. Ich bin da. Wozu sollen wir dich wiederbeleben? Machst du das selber? Er ist aber vor mir gestorben. Ja, naja, da kamen wir erst später die anderen Gegner. Warum bin ich eigentlich ständig ins Loch? Weil da der Weg eigentlich lang führt, theoretisch von der Anzeige her. Aber wie wär's, wenn wir einfach oben lang gehen? Ja, ich töte noch. Mensch. Brenne. Ich laufe hoch, ich laufe hoch. Warum schießen die hier so viel? Gegner jetzt. Ganz schnell. Ich sterb auch. Ich sterb auch gleich, wetten. Vor allem, weil es so dunkel ist, wenn man stirbt. Das ist doch nah. Komm, kleiner, stirb. Naja, egal. Komm, 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 ein Schuss noch. Ach so, keine Munition mehr. Shit. Hä? Ach, hat dein Death Tap ihn getötet oder warum? Ich hab ihn getötet. Ich bin tot. Och, warum bin ich schon wieder tot? Ich bin auch tot. Ich auch gleich! Dem Minenratte auf dich rumzugraben hier. Was ist mit einer Ratte? Da war eine Minenratte, die hat sich ständig vergraben und vor meinem Feuer geschützt. Gibt's hier was, wo ich Munition graben kann? Nee. Lass uns einfach zurückgehen und gucken, ob wir was finden. Wir sind hier fertig. Na gut, dann gehen wir zurück. So. Weil ich glaube, jetzt müssen wir sowieso dann danach die Hauptquest weitermachen. Juhu! Yay! Yay! Backenschweine. Ta 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 ta. Wer gibt mal jemand die Quest ab? Wer gibt wohl die Quest ab? Ach doch. Da hoch. Wieso hoch? Weil da oben Gebäude ist. Ich komme da nicht weiter, warum kann ich hier nicht hochlaufen? Weil da unter Teil nicht das Versteck ist und wahrscheinlich darum da so eine Technik oben drauf ist. Oh, ich wollte mir das oben angucken, aber irgendwie ist hier eine unsichtbare Wand. Ich hasse unsichtbare Wände. Guck doch einfach auf die Karte, dann siehst du, dass du da nicht langkommst. Ich hasse unsichtbare Wände. Heil doch! Ich hasse unsichtbare Wände. So, und jetzt pisst gegen auch die Wand und dann ist sie nicht mehr unsichtbar. Ich hasse unsichtbare Wände. Diese Minenbanditen, die du bekämpft hast, verkaufen ihr Iridium gegen Bares. Geh zu dem Bahnhof, wo der Zug mit den Geldern ankommt, und dann machen wir einen schönen altmodischen Zugüberfall. Yay! Wie soll ich das ganze Spiel um Zugüberfälle, kann das sein? Verdammt nochmal! Das ist so eine Western-Gegend. Eben.
Warum haben sie es eigentlich Borderlands genannt? Wir hätten es auch einfach Zugtracking nennen können. Die Banditen benutzen diesen Tracking, passt. Züge auszurauben. Und du musst ihn benutzen, um die Banditen auszurauben. Welch Ironie. Benutze Tinas Dynamit, um den Ausgang zu sprengen und die Gleise zu blockieren. Ganz leise, ganz leise. Ja, jetzt versuchen dich zu töten. Die Gegner waren laut, ich kann nichts dafür. Easy. Und er ist tot. Tot, tot, tot. Bandida. Amsti, Amsti. Ach, ich hab keine Granaten gekauft. Au! Das war ja was. Ich wollte eigentlich noch Granaten kaufen beim letzten Mal. Ja, du hättest bei Tiny Tina hier was kaufen können. Ja, ich habe Munition gekauft, aber keine Granaten. Das habe ich voll verpeilt. Ich stehe auf dem Dach. Ich habe eine Provisionsgranate gefunden. Ey. Ey. Den wollte ich töten. Hä? Kritisch. Ey, wo seid ihr? Da seid ihr. Ich bin gerade im Menü gewesen, weil wer hat was getötet? Weiß ich nicht. Ich war gerade im Inventar und hab mir die Granate angeguckt. Hoppel, belebe uns. Ach, da muss ich ja schon wieder vom Dach runterklettern. Alles muss man selber machen, ey. Warum bist du überhaupt auf dem verdammten Dach? Weil ich hier oben nicht weiter mache. Na gut, er macht doch weiter. So, jetzt gibt's ein Feuerwerk. Kommen hier noch ein paar Gegner? Abwarten. Wow. Was liegt denn da jetzt alles Gelbes rum bei euch? Geld. Wir werden jetzt reich. Du bleibst arm, weil du ja auf irgendein Dach rumklettern musst. Schornsteinfeger. Jetzt halt euch das Geld mit mir. Mein Geld ist auch gestiegen. Wieder mehr gekriegt. Was auch immer da jetzt passiert. Nichts Wichtiges. Hey, ein Automatengeschütz. Rette ihn mal. Ah, rette ihn mal. Ich rette mich selber. Ich habe zu wenig Leben dafür. Abhauen, abhauen! Bandidum. Lass ihn auf sein Dach weiter Schornsteine fegen. Ey. Wird er bestimmt reich mit. Tja. Die Leute wissen es heutzutage einfach nicht mehr zu schätzen, weil ihr einen Rückendeckung gibt. Oh, oh. Rückendeckung. Ach, erzähl mir doch von deiner Wut. Ja, ich bin noch nicht voll. Bist du noch nicht voll wütend? Kann man die Rakete zufällig lenken, wenn man nachgeladen hat und schießt? Was? Der schießt immer dahin, wo du hinzielst. Warte mal, will ich mal was testen? Oh nein, er will was testen. Lauf, lauf! Ach, wir sind in Sicherheit. Lauf, er holt bestimmt wieder einen richtigen Hasen. Kein Zug. Wir sind gut geschützt. Man kann es nicht richtig lenken, schade. Hätte ja klappen können. Die zappelt nur so umher, die Rakete, nach dem Schuss. Ach, das meinst du, nö, das... Na, es kam mir zu einfach so vor, weil die so umhergezahlt hat, wie ich geguckt habe. Deswegen dachte ich, man kann sie lenken. Nein, nein, nein. Der schläft hier gleich ein. Ich schlafe immer fast ein, das ist mein Motto. Muss Mama Pyrleon dir erst wieder eine Geschichte vorlesen? Ja! Du bist doof und so klein.
Und Papi tritt dir in den Hintern rein. Sein Text gefällt mir besser. Wessen Text? Keiner. Ah, er lebt eine Granate. Hätten wir nicht eigentlich auch eine Schnellreisestation oder so nehmen können? Wolltest du zurücklaufen und es ausprobieren? Eine hängt doch irgendwo auch hinten. Falki hängt hinten irgendwo rum. Geht einfach weiter, ihr macht doch eh gleich die Reise, oder nicht? Reise, 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 Reise. Wir brauchen noch eine Weile bis zur Reise. Wenn du also die Schnellreise näher hast als das andere, dann... Sehe ich so aus? Ja. Ich brenne. Ich brenne. Ich weiß nicht, wo wir jetzt lang gehen. Ah, wir müssen in die Länderrichtung. Ich versuch's mal da. Ach. Oh, da ist überall Berg, ich komme nicht weiter. Versuchen wir es mal weiter. Da ist ein riesen Schädel. Ja, da bin ich hergekommen. Oh, was ist denn nicht in dem Riesenschädel? Da kann man ja reinlaufen. Ah, gar nicht. Okay, ich kletter mal auf den Schädel. Ah. Unsichtbare Wände. Ach. Was ist hier? Oh, gar nichts. Ach, egal. Drück drauf. Wer will was du drauf drücken? Na du. Begib dich zu The Bridge. Da, die, da. Wollen wir nach der Mission erstmal wieder aufhören? Wir können auch jetzt aufhören. Können wir machen. Ich endlich was essen, was ich vorhin angefangen habe. Ja, also, dann. Dann würde ich sagen, hören wir jetzt erstmal auf hier. Aha, hast denn eigentlich keine Zeit mehr, oder wie? Doch, ich würde dann weitermachen, aber vielleicht hier dieses Rain, Risk of Rain oder so. Dann weitermachen. Oder solange er ist, können wir ja noch eine Chainsword zocken oder so. Na, ich würde mir jetzt auch schnell was in die Mikrowelle schieben, wenn es selber ist. So, ich beende erstmal die Aufnahme. Ciao, Leute. Tschö. Ciao.